Über die Häufigkeit von funktionellen Atemstörungen gibt es keine genauen Zahlen. Sie sollen sehr viel häufiger sein, als allgemein vermutet wird. In einer englischen Landarztstudie waren das 10% aller Patienten. Vielleicht ist das sogar noch deutlich mehr, zumindest wenn Asthma im Raum steht. Doch warum wird das so selten diagnostiziert? Warum können Sie nicht einfach zum Hausarzt gehen? Wie diagnostiziert man also funktionelle Atemstörungen oder die sogenannte dysfunktionelle Atmung? Als Betroffene haben Sie es relativ schwer. Wir haben nämlich keine Indikatoren für die falsche Atmung. Das ist so ähnlich, vielleicht auch so wie beim hohen Blutdruck. Auch das spüren Sie nicht direkt. Für die dysfunktionelle Atmung gibt es allerdings Kardinalsymptome. Das sind Atemnot, also medizinisch Dyspnoe, Kurzatmigkeit beim Treppengehen, das Gefühl, nicht richtig durchatmen zu können, Beklemmungsgefühle oder auch Benommenheit, Wattegefühl, nicht richtig da sein. In engen Räumen, gerade mit schlechter Lüftung, mit hohem CO2, fühlen wir uns unwohl oder bekommen leichte Panik. Bei der körperlichen Untersuchung finden wir dann in der Regel einen erniedrigten CO2-Spiegel in der Blutgasanalyse oder der Atemgasanalyse. Aber auch das sieht man häufig nicht in Ruhe, sondern erst bei Belastungstests. Das ist auch so ähnlich wie beim Bluthochdruck. Der mag in Ruhe noch normal sein, bei einer kleinen Belastung schießt er dann durch die Decke. Solche Belastungstests können zum Beispiel ein Hyperventilationstest, da atmen Sie relativ schnell, eine Kipptischuntersuchung vom Liegen zum Stehen oder auch ein Ergometertest auf dem Fahrrad sein. Doch das ist aufwendig. Eine Blutgasanalyse zum Beispiel macht in der Regel nur der Lungenarzt. Aber der wird nur selten einen Belastungstest machen und vermutlich auch keine Atemgasanalyse durchführen, mit der diese Belastungstests dann leichter gehen. Sonst muss man so oft Blut abnehmen. Geht es also auch einfacher? Ja, geht es. Sie können einen Fragebogen ausfüllen. Weltweit wird der Nimwegen-Test am häufigsten durchgeführt. Erneut gibt es Grenzen, da nach subjektiven Symptomen gefragt wird und die nehmen wir nicht immer wahr. Aber immerhin, das ist eine Möglichkeit und Sie finden hier einen Link, um den Test online durchzuführen. Antwort erhalten Sie gleich. Es gibt keine exakte Grenze, ab wann es auffällig wird. Manchmal wird der Wert bei 20 angegeben, manchmal sagt man auch die Hälfte der maximal 56 Punkte, also 23. Und natürlich sind die Übergänge vom Normalen zum Auffälligen fließend. Geht's noch einfacher? Schauen wir mal. Vielleicht haben Sie schon einmal von Konstantin Buteyko gehört. Er hat eine Atemtherapie entwickelt, die vor allen Dingen in Russland sehr verbreitet ist und sie hat aus unserer Sicht sehr viele positive Aspekte. Herr Buteyko hat dabei eine verblüffend einfache Methode vorgestellt, wie eine Atemstörung zu diagnostizieren ist. Sie atmen einige Minuten ganz ruhig, dann atmen Sie aus und warten ab, bis Sie Zeichen von Atemnot empfinden. Vor allen Dingen das erste Zucken des Zwerchfells wäre so ein Zeichen. Diese Zeit soll mit dem CO2-Spiegel im Blut korrelieren. Buteyko bezeichnet sie als die Kontrollpause. Je länger die Zeit ist, desto höher der CO2-Spiegel. Wenn das Zucken erst nach 60 Sekunden, andere sagen 45, dann ist der CO2-Spiegel normal. Dazu finden Sie im Internet auch ganz exakte Tabellen, hier so eine. Bei 60 Sekunden soll der CO2-Spiegel in den Alveolen 46 mm Quecksilber sein. Der Wert mag erstaunen, das ist schon relativ hoch. Okay, aber abgesehen davon, das ist doch eine super Sache. Das ganze Messen oder Blut abnehmen können Sie schenken. Nur stimmt's auch. Ja, es regte sich der Verdacht, dass es nicht so einfach ist. Bei einer unabhängigen Untersuchung wurden die Werte nachgemessen. Dabei zeigte sich erstaunlicherweise etwas völlig anderes. Die Annahme, dass die Atemanhaltezeit direkt mit der Höhe des CO2 korrelierte, also je länger die Zeit, desto höher der CO2, erwies sich als falsch. Es korrelierte in dieser Untersuchung sogar leicht negativ. Dagegen fand sich ein Zusammenhang zu einer betont thorakalen Atmung, also einer Atmung, die mehr in die Brust ging. Schade. Schön wäre es gewesen. Was gibt's noch? Wenn Sie weiter im Internet suchen, werden Sie schnell auf den Bolt-Score treffen. Dazu gibt es Tausende, wenn nicht Millionen von Einträgen. Dieser Bolt-Score soll eine Möglichkeit sein, die Fitness und die Atmung zu testen. So wird's gemacht. Ruhig atmen, ausatmen, Nase zuhalten und die Zeit messen.
bis es zu Zuckungen im Zwerchfell kommt oder Ähnlichem. Moment mal, das hatten wir doch schon. Sie haben es richtig verstanden, das ist nichts anderes als die Kontrollpause nach Buteyko, lediglich das Nasezuhalten, das ist neu. Nur diesmal soll der Test nicht das CO2, sondern den Sauerstoff messen. Bei einer so verbreiteten Methode wird es natürlich jede Menge wissenschaftliche Untersuchungen geben. Schauen wir einmal bei PubMed. Dort findet sich 0. Zero Einträge zum Boltscore. Pech. Ob Bolt oder Buteyko, beide messen nach der Ausatmung. Wie sieht es nach der Einatmung aus? Besteht eine bessere Korrelation zwischen möglichen Atemstörungen und der Atemanhaltezeit, jetzt aber nach dem Einatmen? Diese Frage haben wir in einer eigenen Online-Untersuchung untersucht. Sage und schreibe, 9.477 Menschen haben den Nimmwegen-Fragebogen ausgefüllt und gleichzeitig angegeben, wie lange sie nach der Einatmung die Luft anhalten können. Dabei haben wir allerdings nicht nach dem Zucken des Zwerchfells gefragt. Hier das Ergebnis. Und jetzt sieht es völlig eindeutig aus. Wenn Sie nur 20 oder 30 Sekunden die Luft anhalten können, dann ist der Nimmwegen-Fragebogen auffällig. Das war es also. Eindeutige Korrelation. Alles ganz einfach. Einmal einatmen, Luft anhalten und schon wissen Sie es. Naja, rechnen wir zur Sicherheit nochmal kurz nach und eine Korrelation. Und da sieht es plötzlich ein wenig anders aus. Jetzt kommt sehr viel Wasser in den Wein. Minus 0,24. Das ist eine schwache negative Korrelation. Negativ bedeutet, je kürzer die Atemanhaltezeit, desto stärker wird die Atemstörung. Das ist schon das, was wir erwarten, aber die Korrelation ist eben nur schwach. Wie kommt's? In unserer ersten Tabelle sah doch alles ganz super aus. Es liegt an der Streuung der Daten. Selbst diejenigen, die nur 10 Sekunden die Luft anhalten können, haben eben teilweise auch ganz normale Werte im Fragebogen. Umgekehrt, auch solche Zeitgenossen, die über 90 Sekunden die Luft anhalten können, die haben auch auffällige Werte. Also, die meisten mit kurzer Atemanhaltezeit haben wahrscheinlich eine Atemstörung. Und die meisten mit langer Atemanhaltezeit haben das nicht. Aber eben nicht alle. Was wissen wir jetzt? Die Diagnose von funktionellen Atemstörungen ist nicht einfach. Schlichte Werte wie Atemanhaltezeit in Ein- oder Ausatmung geben, wenn überhaupt, nur eine grobe Orientierung und erlauben keinen zuverlässigen Rückschluss auf die aktuellen CO2-Werte. Der Nimmwegen-Fragebogen hat ebenfalls Schwächen, aber gibt zumindest einen deutlichen Hinweis und er ist schnell durchgeführt und nicht aufwendig. Am klarsten sind die Messwerte bei der Blutgasanalyse und auch bei der Atemgasanalyse. Allerdings, auch das habe ich schon erwähnt, das sind oft situative Momente, die eingehen, also die Ruhe, subjektives Bemühen, ruhig zu bleiben, beruhigende oder beunruhigende Atmosphäre. Belastungstests sind zuverlässiger. Und am besten dürfte eine gemeinsame Betrachtung von subjektiven Beschwerden, Fragebogen und Messwerten sein, die außerdem von erfahrenen Untersuchern bewertet werden. So, damit hätten wir also jetzt die Eingangsfrage beantwortet. Die Diagnose einer funktionellen Atemstörung ist relativ komplex und wahrscheinlich wird deswegen das Beschwerdebild so selten diagnostiziert. Aber es gibt Hinweiszeichen. Als Betroffener können Sie drei Fragen beantworten. Erstens, deuten meine Symptome auf eine funktionelle Atemstörung hin? Also Kurzatmigkeit, Gefühl, nicht durchatmen zu können, etc. Ist der Nimmwegen-Fragebogen auffällig hoch, also über 20 oder 23? Ist die Atemanhaltezeit in der Einatmung kürzer als 20 bis 30 Sekunden? Alles nicht perfekt, aber für den Hausgebrauch eine erste Orientierung. Danke für die Aufmerksamkeit.